Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Matt Burago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Junkbox-Ausgabe. Ha, gerade nochmal die Kurve. Die Junkbox-Ausgabe von A Games of Draws. Und sind dabei, hier uns durch die Gegend zu buddeln. Wir hatten ja einen kleinen Zwischenfall mit Trollen. Goblins. Das Problem ist aber mehr oder weniger gelöst als solches, aber die hatten ein bisschen Schaden angerichtet. Den müssen wir erstmal jetzt richten. So, erstmal mal Licht dran, damit das hier nicht so dunkel und duster bleibt. Und zwar haben die Freunde hier unseren lustigen Tisch zerlegt. Genau, den Esstisch. Den müssen wir jetzt erstes mal ersetzen. Das war falsch. Dahin, dorthin, hierhin. Einmal Esstisch zum Mitnehmen. Genau, wir sind IKEA. So, den stelle ich trotzdem nochmal woanders hin. Gern dahin. So, jetzt müssen wir mal schauen, was hier so los ist. Da haben wir Militär, alles klar. Machen wir hier draus nochmal ein Kampfzwerg. So. Und dann gehen wir mal nach unten und schauen. Wir hatten ja uns überlegt, einen Trainingsraum zu machen. Den sollten wir auch wieder mal mehr befüllen mit Trainingspuppen. So, haben wir hier einmal die da. Ja. Da haben wir sozusagen in jeder Preislage eine, die da. Und zum Abschluss gibt es noch die Billy-Variante. So, da könnt ihr los trainieren, bis euch übel wird. Unser Bauzwerg macht sich auch schon auf, die Geschichte aufzubasteln. Warum gehen die nicht nach unten? Die Türen sind eigentlich alle offen. Okay. Ah, weil wir keine Aufträge haben. Genau, deswegen hier einmal Auftrag und jetzt da Auftrag. Hier sind wir jetzt auch schon vorgestoßen, sage ich mal, zur Tür. Aber es fehlt halt, das Problem ist, dass wir haben den Schlüssel nicht. So, ein bisschen Platz schaffen hier. So. So, unser Wachzwerg ist auch wieder auf Posten. Den könnten wir mal eigentlich auch eine Trainingspuppe hier hinstellen. Und zwar so eine einfache. Die Low-Cost-Variante. Da hat er ein bisschen was zu tun. So. Nahrung steigt. Das ist auch toll. So. Und Kampfzwerge, die prügeln jetzt schon schön brav auf unsere Puppen ein, wenn ich das richtig höre. Ja, genau. Der eine wirft, der eine haut, der andere sticht, der andere schlägt. So, da können wir die mal ein bisschen hoch trainieren. Okay. Ja, wie ich schon vermute, das wird sozusagen der Weg auch hier zu den anderen Feldern sein. Zum Beispiel den da drüben. Oh, bitte mal das auch. Ja, das nächste Mal müssen wir ein bisschen schneller reagieren. Am besten wäre es halt gewesen, die ganzen Zwerge einzusacken und Tür zu und dann in Sicherheit bringen. Ja, ist halt nicht so einfach, den Kopf zu behalten, während da so ein Goblin durch die Gegend läuft. So, es hier wird gehackt, mein Freund. Ich bin ja gespannt, was wir da drinnen finden. Okay. Unser Zwerg steht auf Wache, das ist super. Der Esstisch ist jetzt auch fertig. Das eine Bett ist wieder fertig. Das ist auch toll. Ihr habt eure Arbeit noch nicht gemacht, Jungs. Lass mal ganz mal schneller laufen wieder hier. Damit wir bautechnisch weiterkommen. Ach, da sind die Zwerge jetzt schon da. Okay. Du willst mir jetzt sehen, dass... der hat bloß so oben... Der Hunger hatte. Warum gehen die aber nicht da essen? Wow. Da sehe ich da gerade eine Schlamperei. Da war der Paketleger wieder am Fuschen. Da haben wir was vergessen. So. So, geht's mal nach hier oben. Da ist noch ein bisschen was ausgegraben. Hier oben
ist fast alles ausgegraben, aber sollten wir... Ah, zwei Punkte sind jetzt da. Zweite Loche. Haben wir hier Handwerksverbesserung. Genau, ich will ja mal den Schlafsack haben. Wir nehmen die Handwerksverbesserungen. Und dann haben wir die Möglichkeit mal zu schauen, wie das so vorangeht mit besseren Handwerkern. So, die hatten ja mal ein bisschen Platz. So, da habt ihr da noch ein bisschen was zu machen. Genau. Oh. Na, gucken. Wo das hier noch hinführt. Ja, da ist wenigstens noch einer am Arbeiten. Da gibt es den Granit. Der ist noch richtig fit, der Freund. Wer ist denn das? Borkin. Den werden wir für den Vaterländischen Verdienstorden vorschlagen. In der Abteilung, wir graben sozusagen. So. Halt. Moment da. Halt, da war doch einer gewesen. Halt, Pause, nicht so schnell, mein Freund. Ah, da fehlt uns ein bisschen Eisen. Werden wir gleich mal besorgen. Und zwar brauchen wir erstmal Geld. Holz haben wir ja genug. So, und da kaufen wir ein bisschen Eisen. So, das dürfte jetzt reichen. Nein, das reicht noch nicht. Uns fehlen noch 12. So eine vermaledeite. So, verkaufen wir ja weiter Holz. Da haben wir ja genug da. So. Ich sollte... das war das Falsche. Wir brauchen das hier. Fehlt uns immer noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir da das Geld auch beisammen. Jetzt können wir ihn hier befördern. Und zwar machen wir ihn zum Kämpfer. Haben wir irgendwo Gold übersehen? Nein, haben wir eigentlich nicht wirklich. Jedenfalls nicht in großen Mengen. So. Dann geht es hier spannend weiter. Wird er nämlich gleich den Raum erschließen. Unser Handwerkzwerg hat hier schön die Laterne gebaut. Das ist doch toll. Kannst du eine Pause machen gehen? Wir suchen ja immer noch den Schlüssel. Wir müssen ja den Schlüssel haben, um die Tür zu öffnen. Oh, 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 oh. Alles klar. So. Hallo. Das kann doch nicht sein, ja. Ich hab den gesagt. Ne. Da fällt dir nichts mehr ein. So, hau mal auf den einen hier. Du bleibst erstmal hier drinnen. Der eine Soldat, hoffe mal, ist erfolgreich. Ja, sieht gut aus. Ja. Vielleicht sollten wir hier mal die Truppen erhöhen. Dann können wir wahrscheinlich nochmal einen Jungzwerg holen. Ja, dankeschön. Okay, was machst du, mein Freund hier? Den sperren wir auch mal hier rein. Sicher ist sicher. So, jetzt seid ihr zu zweit und rauf auf den, macht den platt. Der ist alleine. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ja, drauf auch erledigt. Jetzt kann ich hier die Tür wieder öffnen. So hatte ich mir das erst gedacht gehabt mit der sicher ist sicher. Oh, was haben wir denn hier überhaupt? Das ist Holz und das ist Futter. So. Der kleine Raum würde sich ja auch förmlich für so eine Schlafkammer wiederum anbieten. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Weil wir haben ja immer bloß zwei Betten. Da fehlt uns das Gold. Gold fehlt uns. Ja, das ist momentan ein bisschen Mangelware, das Gold. Wir haben auch nichts da, wo wir es richtig abbauen können, als solches.
Wir werden aber jetzt erst trotzdem erstmal so ein paar Fackeln hier hinsetzen. Um das Ganze ein bisschen auszuleuchten. So, die Buddelzwerge kommen schon. Ach, der Neut-Jungzwerg ist auch da. So, nicht vollfressen. Du machst einen auf Militär. So, er trainiert fleißig weiter. Ah, Mist. Oh, Pause. So. Ihr kommt wieder brav in die Kammer. Oh. Ja, da... Eine Birne wahrscheinlich zu niedrig, zu hoch. Mist. Ah, das braucht eine gewisse Cooldown-Zeit. Alles klar. Die Freunde laufen jetzt einmal hier schön durch die Gegend. Dich würde ich aber gerne noch einsammeln. Gehen wir eins tiefer. Oh, ist das auch wieder geklärt? So, da seid ihr gut drin aufgehoben. Das Militär rückt schon mal an. So, jetzt können wir den ganzen Quatsch hier mal verkaufen. Interessant ist, wie man an das da rankommen soll, weil von hier aus sehe ich jetzt momentan keine Möglichkeit. Oder ist es hier der Weg? Müssen wir mal ausprobieren hier. Aber hier drüben kannst du auch nicht reingraben. Ah ne, das ist alles klar, das ist von oben. Oh, 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 oh. So eine Katastrophe. Was war das gewesen? Anwärter, da. Sieht eigentlich gut aus, Wahrheit. Keine Ahnung, war einmal bestimmt Militär. So, einmal plus dahin. Ah, ne, war glaube ich ein Bergarbeiterzwerg. Hallo Militär, wo seid ihr denn? Ah ja, dann können wir den upgraden. Können wir nicht, weil wir haben kein Geld. Verkaufen wir das einmal hier ein bisschen was. Verkaufen wir da ein bisschen was. Und jetzt heißt es hier, kaufen. Ja, da haben wir einmal ein bisschen Eisen gekauft, damit wir aus ihm hier einen Kämpfer machen. So. Einmal einsammeln. 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 Genau, sammeln wir erstmal die ganzen Soldaten hier ein. So, jetzt könnt ihr nämlich alle mal hier hin. Ihr wollt doch nicht erzählen, dass ihr da drinnen verhungert. Ihr habt Essen, ihr habt Schlafen, ist alles da. Wo ist jetzt einer weniger? Soldat? So. Du machst ja... Du da wirst Militär. Die Türen sind ja sonst alle offen. Ah, hier ist da auch noch was Schönes. Da schreit ja förmlich rausgegraben zu werden. So, mit der richtigen Anzahl von Leuten geht er gleich viel besser. Alles klar. So, es könnte sich auch einer mal um den Schlüssel kümmern. Hallo, Schlüssel. Ja, ah ja. Der Amir macht das. Komm, Amir, du bist jetzt der Schlüsselträger. Und dann suchen wir mal den Torwächter. Wenn der das einsammelt, geht nicht da oben die Tür auf. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich frage mich, wer wohl an dieser Tür verschließt und dann die Schlüssel zufällig in der Gegend verteilt. Das scheint mir nicht sehr effizient zu sein. Ja. Irgendwie hast du recht. Achso, wir müssen ja mal unsere Zwerge wieder rauslassen. Aus dem Panic Room sozusagen. So, können wir wieder rausgehen und arbeiten. Jo, damit ist das auch Geschichte und wir können endlich wieder teleportieren. Da gehen wir noch nicht hin, wir gucken uns einmal das hier drüben an. Bevor wir das aber machen, machen wir einmal ein bisschen Licht.
Genau, und Licht ist immer sehr super in solchen Fällen. Ah ja, ich habe ja gesagt, ich mache hier einen großen Raum frei. Das hat ja auch einen Grund gehabt. Weil einfach, weil wir es können. Nein, das nicht. Wo ist denn Deko? Genau, Deko. Einen wollte ich so an ihr platzieren, so richtigen epischen Zwerg, aber da fehlt uns leider die Kohle. Haben wir nicht genug Material da. So. Ein Forschungspunkt hilft uns momentan relativ wenig weiter, weil wir brauchen zwei. Okay, irgendwie forscht immer nur ein Forscher. Habe ich das den Eindruck, der andere frisst immer nur. So. Die bauen ab, aber ihr solltet eher da oben buddeln. Aber gut, das buddeln wir dann wohl heute oben nicht mehr frei, würde ich sagen. Das bleibt dann wohl erstmal geheim. Da werden wir ganz schnell mal wieder das wegnehmen hier. Halt. Weg damit und weg damit. Das bleibt geheim. Das machen wir morgen. Obwohl, können wir ja weiter graben. Damit geht es dann morgen weiter und gucken mal, was sich dahinter bewirkt. Er kann ja schon mal die ersten Vorarbeiten hier machen. Und dann sind wir ja fast durch die Tunnel. Wir kriegen ja langsam ein bisschen Routine mit den Zwergen und kommen schneller zum Ziel als gedacht. Wer hätte das gedacht? So, jetzt kommt eigentlich nur noch eins, das ist auch schnell erledigt. Und zwar, das ist das hier. Willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard findet ihr diesen Google Plus Button sowie diesen YouTube Button. Der eine führt zum Profil, der andere zurück zum Kanal und abonniert ihn gleich, falls ihr das noch nicht getan habt. Die beiden QR-Codes, die führen euch einmal zu Facebook, einmal zu Twitter. Da gibt es immer ein paar administrative Infos mehr als sonst wo, wenn es zum Beispiel Videoausfälle gibt oder sonstige Planänderungen. Genau. Der QR-Code da oben, nicht der QR-Code, sondern das Polaroid da oben, das zeigt euch mal was ganz anderes, ein anderes Let's Play-Projekt. Etwas älter, etwas ausgefallener, kennt vielleicht nicht jeder, und zwar ist das Heavy Metal Fake Tube. Da sind wir mit der Julie unterwegs und ja, bekämpfen das Böse. Das Böse. Sehr episch, sehr geil und die Dame hat immer weniger Klamotten an, umso weiter das Spiel vorangeht. Solltet ihr euch immer alle Fälle anschauen, lohnt sich auf alle Fälle. Dazu gibt es auch einen schicken Anime-Film. Sonst alle Infos rund um das Spiel Fake Tube, das erfahrt ihr nur, wenn ihr das Let's Play guckt. Also, das war's jetzt aber jetzt wirklich von mir. Ich gehe jetzt eure Kommentare lesen, mich über eure Likes freuen, denn ich bin der MacBurago und sag Servus und Ade.